Sie leben mitten in Hannover. Esel, Schafe, Hühner, Ponys, Ziegen und Schweine. Auf dem Stadtteil Bauernhof im Saalkamp sind sie Teil der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Kinder ab 6 Jahren kümmern sich hier gemeinsam mit dem Team um die Tiere. Dass es hier halt einfach Spaß ist, dass man auch mal mit dem Esel spazieren geht oder Voltigieren oder Reiten hat, das finde ich einfach toll. Weil ich liebe, halt mit den Tieren zu arbeiten. Dann hatte ich die Idee, ich will ja auch zum Bauernhof und das macht so Spaß. Und dieser Spaß ist zu 100% elternfrei. Sie geben die Kinder hier ab, dürfen aber nicht auf den Hof. Das Schöne ist halt, die müssen halt hier richtig anpacken, die müssen abäppeln, die müssen hier erstmal den Shit wegmachen, bevor sie sich mal auf ein Pferd setzen dürfen. Und von daher tut denen das auch mal von klein auf ganz gut. Denn auch so sieht Verantwortung aus. Die will der Verein Spatz den Kindern und Jugendlichen näher bringen. Der Name sagt solidarisch, präventiv, attraktiv, tatkräftig und sozial, Einrichtungen der Selbsthilfe im Saalkamp. Wir sind mit 5 Einrichtungen zusammengeschlossen, haben einen gemeinsamen Vorstand. Mit einer Vereinsfusion wurde der Spatz e.V. 2008 gegründet. Den Stadtteilbauernhof gibt es aber schon seit 1994. Im Verein sind insgesamt 70 Mitglieder. Die Mitgliedschaft ist hier aber kein Muss, um sein Kind auf den Bauernhof schicken zu können. Damit er für alle zugänglich bleibt, gibt's von der Stadt Hannover zumindest eine anteilige Förderung. So können sich alle gemeinsam um die Ponys kümmern. Richtig kräftig bürsten, vor allem die Vogelkacke da oben weg. Und dann hinterher immer mal so die Haare rauszupfen, ne? Weil der ja jetzt sein Winterfell verliert. Dann sind auch schon die nächsten 4 Beiner dran. Die Esel dürfen in den Auslauf und das übrige Heu futtern, wenn sie denn wollen. Hier fütter ich ja die Tiere, also im Zoo wäre es halt nicht so. Ich könnte die Tiere halt nur betrachten. Hier arbeite ich mit den Tieren zusammen. Und langsam reinsetzen. Und ja. Zusammenarbeit ist auch beim Reiten gefragt. Hier helfen die Älteren den Jüngeren. Und treib, komm. Ja, gut, Hände vorne lassen. Gut, Ennis. Und jetzt selber durchparieren. Anfangs bin ich noch nicht geritten, aber ich hatte viel mit den anderen Tieren zu tun und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Jetzt bin ich mehr so in dieser Reiterwelt, gebe auch Unterricht für die Kleineren, auch für Ältere. Nach so viel Trubel wird im Stadtteil Bauernhof erst einmal Mittagessen gekocht. Auch hier packen wieder alle mit an. Es werden Kräuter gepflückt und Mandarinen gepresst. Ich glaube, es hat einen wichtigen Stellenwert, dass sie nicht nur die Entstehung von Naturprodukten, sondern auch dann den Konsum erleben. Und diesen Zwischenschritt, das selber zu schnippeln und herzustellen, macht so manchen I-Faktor weg. Ne? I, was ist das Grünes hier? Heute hält sich der I-Faktor aber in Grenzen. Es gibt Pellkartoffeln mit Quark und Schnittlauch. Was zu essen gibt es auf dem Bauernhof aber nicht nur für die Kinder. Während die Kartoffeln kochen, kriegen auch die Schweine ihre Portion Obst und Gemüse ab. Als erstes ist Sophia dran. Also immer, wenn Sophia den Ball angestupst hat mit dem Näschen, kriegt sie eine Belohnung mit diesen Stäben, auf den eine Gurke ist oder so. So lernen die Schweine, den Tennisbällen zu folgen und die Kinder, wie sie die beiden auch aus sicherer Entfernung füttern können. Und das können Kinder ab 6 Jahren dank des Spatz e.V. jeden Nachmittag zur offenen Tür auf dem Stadtteil Bauernhof Hannover. Das war nur einer von unzähligen Vereinen aus unserer Region. Noch mehr davon seht ihr immer montags bis freitags um 18 Uhr in unserem TV-Regionalprogramm. Wenn ihr also wissen wollt, was in Niedersachsen und Bremen so alles los ist, dann schaltet gerne ein oder ihr schaut einfach weiter hier auf unserem YouTube-Kanal und den dürft ihr selbstverständlich auch gerne abonnieren.